In gewohnter Weise mit einem Jodler feierte Martina Ertl aus Lenggries heute ihren Sieg im Riesenslalom von Val d'Isère in Frankreich. Dies war bereits ihr zweiter Weltcup-Erfolg in dieser Saison. Als Schnellste nach dem ersten Durchgang fuhr sie wegen der neuen Startregel erst als 30. im zweiten Lauf. Dennoch raste sie mit Bestzeit über die Ziellinie. Es war ein bisschen unruhig und das Licht war relativ schlecht. Also die Flaggen haben leicht vom Wind noch geweht und es waren schwierige Bedingungen im zweiten, aber es ist mir glaube ich ganz gut gelungen. Miriam Vogt aus Starnberg wurde 13. Und die Olympiasiegerin Katja Seitzinger verbesserte sich im zweiten Lauf um 10 Plätze und erreichte im Gesamtklassement einen beachtlichen 6. Rang. Nach diesem erfolgreichen Tag für die deutsche Damenmannschaft liegen zwei DSV-Läuferinnen an der Spitze der Weltcup-Gesamtwertung. Katja Seitzinger führt mit 9 Punkten Vorsprung vor Martina Ertl.